Unkonventionell, selbstbewusst, keine Oberschicht duldend und freiheitsliebend. So sind sie bis heute, die Friesen. Im Mittelalter gab es unter den reichen und mächtigen Friesen natürlich noch reichere und noch mächtigere. Die größten unter ihnen nannten sich Häuptlinge, die sich ihrem Wohlstand entsprechend komfortable Wohnungen schaffen wollten. So bauten sie sich ein Steinhaus als feste Burg. Und diese Bauten wurden von den Friesen liebevoll Herrlichkeiten genannt. Friesen haben einfach durch den ewigen Kampf mit dem Meer gelernt, zu kämpfen und sich zu behaupten. Aber sie haben dadurch natürlich auch einen gewissen Stolz bekommen, einen gewissen Eigensinn und auch eine sehr besondere Art und Weise, die Welt zu sehen, sich selbst darzustellen und hier zu leben. Eigenartig war auch ihre Regionalpolitik. Anderswo regierten Fürsten, die Ostfriesen hatten Häuptlinge. Einer der Nachfahren lebt auch noch heute inmitten der Eingeborenen. Tido zu Inn und Knüpphausen. Der überraschende Tod seines kinderlosen Großonkels im Jahr 1978 veränderte das Leben des damals sechsjährigen Tido grundlegend. Seine Mutter erbte Schloss Lüttesburg und von einem Tag auf den anderen wurde aus dem Hildesheimer Stadtjung ein kleiner Schlossprinz. Graf. Heute leben in Lüttesburg Tido, seine Frau Margareta und die vier Kinder Dodo, Franz, Maria, Rupert und der Familienhund Daisy. Wie Tido hierher kam, war er ein kleiner Junge, der verträumt war. Und er kam in eine Welt, wo vorher der Großonkel noch von einem Diener betreut wurde. Und diese Welt hat Tido und die Familie Kniphausen, die hier neu hergekommen sind, hinter sich gelassen, haben die Kinder sehr viel Freiheit gegeben. Die haben nach meiner Auffassung eine sehr schöne Jugend gehabt. Schloss Lüttesburg. Nach einem Großbrand 1962 komplett neu aufgebaut. Von Tidos Großonkel Wilhelm Etzert. Stark geprägt vom Zeitgeist der 60er Jahre mit Fußbodenheizung, Glasveranda, einem voll ausgebauten Kellergeschoss, einem Aufzug und einem Hallenbad. Tido spielt zwar nicht Golf, besitzt aber einen Golfplatz. So auch 20 Windräder, 2 Biogasanlagen, 3000 Hektar Land- und Forstwirtschaft, mehrere Bauernhöfe, einen 28 Hektar großen Landschaftspark und eine wunderbare, unprätentiöse Familie.